Mit dieser wunderschönen Musik heiße ich euch herzlich willkommen hier zur späten Stunde im viktorianischen London. Wir stehen hier mit Jacob vor der nächsten Herausforderung, zu der wir uns auch sogleich begeben. Gucken hier noch einmal durch die Rauchschwaden der Frühindustrialisierung hier, ne? Meine Güte. Da haben wir die Umwelt noch verpestet, ne? Ah, ich kenne das ja auch noch, ne? Ich bin ja im Osten groß geworden und ich kenne noch die Kohlekraftwerke am Horizont. Meine Güte, das waren noch Zeiten. Zum Glück ist das heute alles nicht mehr so schlimm und weil ich nicht wirklich was zu sagen habe, muss ich jetzt mal gucken, dass wir hier weiterkommen, ne? Sonst babble ich hier nur irgendwelchen uninteressanten Mist. Guck mal, ich könnte jetzt hier schon abspringen, oder was? Nee, aber hier. Ich sehe das Heuding gar. Ah, doch, da. Ja, komm, hüpfen wir mal rein. Der Mack mag das ja so gern. Der Mack. Der Green. Aber der Mack. Ich glaube, beim dritten Teil mochte er es. Ich weiß es nicht mehr. Müssen wir mal gucken. So, raus hier und los geht's. Ja, eigentlich wollte ich nicht da hoch. Eigentlich wollte ich nur da auf die Brücke, die die beiden Gebäude verbindet, aber okay. Kommen wir jetzt wenigstens darüber. Jawohl. Zack. So, ihr erinnert euch, wir sind ja hier unterwegs, um das Verteilen irgendeiner Droge in der Stadt zu unterbinden, ne? Die unnatürliche Auslese. Jacob setzt seine Suche nach dem Erfinder von Sterix Beruhigungssirup fort, indem er ihn zu seiner Destillerie zurückverfolgt. So, da gibt es ein bisschen Belohnung und da gibt es auch wieder Bonusziele für volle Synchronisation. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich gebe mir Mühe. Da hätten sie eigentlich auch mal verschiedene Szenerien verwenden können, ne? Für dieses Zeitvoranschreitungsvideo. Was war da denn? Hat er den Schlüssel vergessen? Auf, Leute. Jemand hat unser Netzwerk im Visier. Die Brennerei könnte als nächstes dran sein. Wer war denn das gerade? Das verkompliziert die Sache. Nein, das wollte ich gar nicht. Nein, zurück. Ich warte mal drauf, dass die... Ah, hier sind ja noch mehr Fässer. Meint ihr, die zwei gehen da nochmal unter das Fass? Geil, wie ist jetzt alle weglock, oder? Ich bin da, wenn du mich brauchst. Rücken. Ich wünschte, ich könnte einfach am Medway angeln. Ach, scheiße. Thank you.
versaut. Ja, irgendwie, warum habe ich denn diese scheiß Fässer da jetzt auch nicht erwischt? Das hat mich jetzt ganz rausgebracht hier, Mano. Ich hätte das natürlich gern mit den Fässern gemacht, ne? Aber... Okay, der kommt hoch. Nein, nicht doch ganz hoch. Ach Mann, du bist doch ein Volltrottel, ey. Jetzt wollte ich mich da halt zeigen, schön unter den Fässern abstellen und dann die Fässer kaputt machen, aber Jacob ist ein Trottel. Okay, dann hören wir jetzt auf zu bummeln. So, dann machen wir es halt so. Ach, was macht ihr denn da? Lol. Warum seid ihr denn? Aua, warte mal. Und geh doch nicht immer ganz hoch, du Volldepp, ey. Ist ja wieder total in die Hose gegangen hier alles, ey. Ich wollte es halt... Egal. Dann gehen wir jetzt kämpfen. Na, komm her. Was ist das jetzt? Es war gerade sowas wie eine Flashbang, ne? Weil ich konnte jetzt auch gar nicht sehen, ob die mich angreifen oder... Komm, das machen wir von oben, ne? Nicht von vorne. So. Gehen wir da jetzt aber rein. Ich hoffe, sie lassen uns jetzt rein. Sie sollten nicht herumschleichen und achtbare Gentlemen erschrecken, junger Mann. Mir war gar nicht bewusst, dass Herumschnüffeln als achtbar angesehen wird. Schnüffeln? Sir, ich versichere Ihnen. Bleibt wachsam. Schnell, rein da. War fast schon zu knapp. Sie, junger Mann, haben mich ganz schön erschreckt. Ich hielt Sie für einen von denen, aber jetzt verstehe ich, warum Sie hier sind. Aus demselben Grund wie ich, vermute ich. Vermuten Sie? Ich glaube, ich habe etwas gefunden, junger Mann. Meine Kiste wird oben sein, wa? Denke schon. Eine recht beeindruckende Apparatur, meinen Sie nicht? Was ist das denn? Ich kenne größere. Destillierst du hier, oder? Das ist schon beeindruckend, aber was macht er denn hier? Datura Stramonium. Oder Stechapfel, wie er... Ach so, das ist wahrscheinlich diese Brauerei, was wir im letzten Part gesehen haben. Das kommt in den Sirup hinein? Und Opium ebenso. Empörend, außerordentlich ekelerregend. Ach so, nee, also kein Alkohol wird hier hergestellt, sondern natürlich dieser komische Schlafsirup, ja, selbstverständlich. Ich der richtige Schritt, um fortzufahren. Stehe noch ein bisschen auf dem Schlauch. Ja, 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 ja. Okay, der macht die Ventile zu und ich verfall mal für einen Augenblick in meinen gömischen Akzent.
damit ich mir doch sagen kann, es ist einfach früh am Morgen, deswegen. Das war's schon. Jeden in dem Gebäude mit dem Gas töten. Wie macht man das? So, so viel zum Bonusziel. Was ist jetzt diese blöde Kiste? So, vielleicht finden wir ja irgendwelche wichtigen Dokumente noch, ja, aber nee, doch nicht. Kein Bonusziel. Also. Oh, das wird ein Doppelkill. Na, ja, doch nicht. Habe ich zu früh das Target gewechselt. Selber schuld. Aber egal, der Jacob, der will ja auch ein bisschen seinen Spaß haben, ne? Könnte ich mal die Wurfmesser wieder mehr benutzen. Es geht noch eins höher. Wir gehen nochmal schnell hoch. Da ist auch noch ein Ventil. Ich muss so oder so wahrscheinlich hoch. Wa? Dann machen wir erstmal unten die Ventile. Hoppala, 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 hoppala. Tja, wie hätte ich die denn jetzt mit dem Rauch töten können, ne? Das weiß ich halt gar nicht. Ja, da unten kommt jetzt der Rauch raus, toll. Wie hätte ich die Patrouille damit töten können? Irgendwie gar nicht, ne? Also, mir leuchtet es gerade nicht so ein. Ja, wahrscheinlich hätte ich beide Ventile drehen müssen, ohne überhaupt entdeckt zu werden. Und dann ist die ganze Etage wahrscheinlich eingesaut, ne? Naja. Es tut mir leid. Aber ich hab's nicht übersehen, ne? Ich hab's versaut. Das ist ein Unterschied, ne? Früher habe ich den Scheiß immer übersehen und das war dann noch blöder, weil dann haben wir es gar nicht erst versucht. Aber diesmal habe ich es versaut. Was bedeutet, ich hab's versucht. Wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, weiß ich nicht, ob das besser ist. Naja, egal. Was? Entdeckung? Wer ist denn hier noch? War bestimmt oben drüber, ne?
mein Junge. Gut gemacht. Charles Darwin, sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Jacob Fry, die Freude ist ganz meinerseits. Während Sie Unheil gestiftet haben, fand ich das hier. Es zeigt, dass eine Probe von jeder Charge in die Lambeth-Anstalt versandt wurde. Hm, ob dort gerade Besuchszeit ist? Nicht so voreilig, Mr. Fry. Es arbeiten viele Leute in Lambeth. Sie wollen doch nicht unnötig Aufmerksamkeit erregen. Hm. Aber wo bleibt da der Spaß? Nicht jedes Problem kann mit gewaltigen Explosionen gelöst werden. Manchmal ist ein wenig mehr Diskretion angebracht. Es ist schon spät. Ich treffe Sie an der Anstalt, um die Nachforschungen fortzuführen. Ja, eigentlich ganz gut, ne? Jetzt haben wir hier noch eine Lambeth-Mission. Und wir haben Lambeth schon befreit. Das heißt, wir sollten hier deutlich weniger Probleme kriegen. So, dann gehen wir jetzt auch direkt zur Anstalt. Das wollen wir jetzt noch sehen, ne? Gürtel habe ich bekommen. Den an und es geht hier noch ein gutes Stück nach unten. Geld ausgeben will ich dafür jetzt nicht. Dafür würde ich Geld ausgeben. Verringert erlittenen Nahkampfschaden, verringert erlittenen Fernkampfschaden, erhöht den Schaden, den sie mit Kukri, das ist dieses Messer, was wir benutzen, ne? Ja, genau. Gucken wir mal schnell, ob ich hier Gang-Upgrades... 72 Leder? Nee, noch lange nicht. Ich glaube, dann leisten wir uns jetzt mal diese... Montur hier. Was? Ach, verbessern... Ach, ich bin ja wieder eine Nase. Verbessern 8000, nicht kaufen 8000. Ich bin ja auch wieder eine Nase. Okay. Ja, das bedeutet, wir gehen auch nochmal ganz schnell hier zur Ivy. Ich bin aber auch manchmal so ein Trottel, was Lesen angeht. Ja. So, verbessern, verbessern. Das heißt, ich kann das ja alles anziehen. Dr. Daniels Kleidung. Aber wo ist denn hier Steampunk, bitte? Ah, bin ich ein Depp. Ist aber auch blöd, dass zum Kau... Oh, geiler Hut, Mann. Ja, Mann! Oh, fett! Alles klar, wir haben ein geiles Outfit. So, zur Lambeth-Anstalt wollten wir. Sehe ich das irgendwie so? Ja, auf jeden Fall in die Richtung. Brauche ich da eine Kutsche für? Nö, das ist gar nicht weit. Ah, das ist ein cooles Outfit. Auch wenn der Mantel da unten nicht so toll aussieht. Beim Laufen. Aber naja, wir können ja nicht alles haben, ne? Na, da freue ich mich. Weil der Hut ist halt geil, ne? Der Hut ist das Wichtige. Hatten die irgendwas sagen wollen? Weiß man nicht so genau, ne? Laufe ich überhaupt richtig? Hilfe, wo bin ich? Lol, natürlich laufe ich nicht richtig. Hä? Ach, da oben sind wir, nicht da unten. Naja, auf jeden Fall wollen wir da jetzt hin. Na, dann... Leih mir doch mal dein Arbeitsgerät hier. Achtung, junger Mann, ich komme hier scharf um die Kurve und gebe... Oh, hier, Checkpoint Charlie, oder was? Ach nee, das war ja Berlin. Sachte. Da oben ist ein Helix. Und da ist eine Zeitung. Komm, die holen wir uns jetzt noch. Weil das ist kein Problem. Geil, ich freue mich voll über meinen Hut, ey. So, eine Illustration.
Vorsicht. Also irgendwie fühlen sich die 2 PS wirklich nicht schneller an wie 1 PS. Aber naja, vielleicht liegt es auch an mir. Langsamer! Oh. Weiter, Mädchen. Also, Anti-Blockiersystem wäre mal geil, wenn das erfunden wird. Zu meinen Bekanntschaften zählen zu müssen. Mr. Dickens hatte recht. Selbst das schlechteste Wetter kann Ihnen nichts anhaben. Schlechtes Wetter? Ha, ich war schon immer überzeugt, dass vorhandene Einflüsse für die gottgegebene Entstehung neuer Arten verantwortlich sind. Darf ich Sie daran erinnern, Sir, dass Sie mich des Missbrauchs der Wissenschaft bezichtigen? Doch tatsächlich bringen Ihre Thesen meine Ohren zum Bluten. Sie kränken mich, Sir. Werden Sie, Mr. Owen, nur einmal in Ihrem miserablen Leben die Wahrheit sagen und Ihre Schuld in dieser Sache gestehen? Der Kleine. So, Jacob bereitet sich darauf vor, die Anstalt zu infiltrieren, um den Erfinder des Beruhigungssirups zu finden. Na dann, gucken wir doch mal, ob wir das hinkriegen. In 10 Minuten. 10 Minuten? Was habe ich denn jetzt schon wieder 20 Minuten gemacht? Ich hatte nichts mit dem anonymen Artikel zu tun. Nichts, sag ich. Das ist gelogen, Sir. Das wissen Sie. Ich habe keine Zeit für diesen Nonsens. Nonsens! Es sind mein Name und meine Reputation, die Sie mutwillig beschmutzen, Sir. Mein eigener Name. Ha! Fahr verflucht! Los! Hier! Das ist Richard Owen. Ein gemeiner, niederträchtiger, erbärmlicher Schuft. Wirklich? Ich hätte geschworen, Sie sind gute Freunde. Mr. Owen arbeitet in der Anstalt. Er weiß, wer den Sirup herstellt. Ihm nach! Schnappen Sie! Schneller, du nichts, sonst schneller. Ja, wir haben ja sonst nichts zu tun, ja. Gut so, Mädchen. Nicht so schnell! Darwin Ihnen noch zahlt, das ist es nicht wert. Merken Sie nicht, wie tief Sie in der Tinte sitzen? Lol, ich sollte den doch... Na, falls Sie mich einschüchtern wollen, Sie Grobian, verschwenden Sie nur Zeit. Lol. Ich wollte schon immer wissen, wie viel Schaden so ein Vehikel einstecken kann. Ich dachte, ich soll den halt entführen. Jetzt habe ich den Fahrer halt platt gemacht, ne? Ach, das ist ja wieder schief gelaufen, ey. So ist's weg. Wer ist ein gutes Pferdchen? Du bist das. Ach so, ich soll... Ich check's halt nicht. Ich bin echter Blitzwerker, ne? Ich verstehe. Ich soll die Kutsche jetzt beschädigen. Dann machen wir einfach mal... Bam! Und... Bam! Das sind Bullen, das machen wir lieber nicht. So ist es. Oh Gott, das kann sich ja nur um Stunden handeln, den jetzt einzuschüchtern. Ich habe nur ein paar Fragen an Sie, Sir. Immer auch da, wenn will. Er wird es nicht kriegen. Das! Ist voll gemein, dass ich andere da in Mitleidenschaft ziehen muss, ne? Was ist mit Starix Beruhigungssirup? Beruhigungssirup? Warum sollte ein Wissenschaftler Interesse an einem Wundermittel haben? Verwette Ihr Leben, Mr. Owen, dass Sie etwas wissen. Ich sage Ihnen, ich weiß überhaupt nichts. Ich schwöre es, ich habe... Nächster Halt, der Grund der Themse. Reden Sie jetzt, alter Mann. Stopp, um Himmels Willen, stopp. Dann erzähle ich Ihnen alles, was ich weiß.
Elliotson, Dr. John Elliotson. Er hat die Formel erarbeitet. Er ist der Mann, den Sie suchen, nicht ich. Ich flehe Sie an, bitte, Sir, hören Sie auf damit. Und? War das so schwer? Ja! Ja, war jetzt auch nicht die Mega-Mission, ne, aber Herstellungsvorlage, Handschuhvorlage verstärkt. Jetzt dürfen wir mal einen Handschuh verstärken. Den lassen wir jetzt mal hier stehen, weil ich will dieses Helix-Zeug haben. Oh, ich freue mich voll über meinen Zylinder, der ist so geil. Ich hätte schwören können, hier war gerade auch was in der Nähe. Wo bin ich denn hier schon wieder? Wo bin ich? Wo bin ich? Da unten. Da ist er doch. Oder wollen wir mit Jacob noch schnell eine Schlägerei machen gehen? Oder lassen wir das Spiel mal wieder abstürzen? Ach komm, echt jetzt? Ah, hier ist doch wieder... Ach, naja, dann hat diese Folge leider mal wieder ein frühzeitiges Ende. Das tut mir sehr leid. Das ist schon das zweite Mal in diesem Let's Play. Kotzt mich jetzt ein bisschen an, weil das ist nicht schön. Aber gut, was soll man machen? Lasst mir trotzdem eine Meinung da und einen Kommentar und schaltet übermorgen wieder ein zur nächsten Folge und vielleicht können wir dann die Aufgabe mit der Verteilung dieser merkwürdigen Medizin in London, diese zu unterbinden, der Satzbau jetzt total verkehrt und falsch. Ne? Also vielleicht können wir das dann in der nächsten Folge endlich abschließen. Diese komische Beruhigungsmittel-Mission hier. Schreibt mir doch eure Meinung, ob ihr dieses Lumpen-Outfit, ob euch das gefällt, ob ihr das gut findet. Ich mag es eigentlich bisher, aber eigentlich hauptsächlich nur wegen dem Hut. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und für das Ertragen meines Geschwätzes. Und macht euch einen schönen Abend oder eine gute Nacht. Bye, bye. Euer Langster.